Was ist eigentlich Transferwise? Heute zeige ich dir, wie du Geld von Deutschland nach Neuseeland überweisen kannst. Transferwise ist ein Dienst, mit dem du kostengünstig Geld von einem Land in ein anderes überweisen kannst. Als erstes registrierst du dich. Wenn du dich registriert hast, meldest du dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. Dann gehst du für eine neue Überweisung oben links auf den Punkt Geld überweisen. Unter dem Punkt Geld überweisen kannst du auswählen, wie viel Geld du von welcher Währung in welche Währung überweisen möchtest. In dem Falle wählst du aus, dass du Euros nach Neuseeland-Dollar wechseln möchtest. Unter Details wählst du aus die Banküberweisung. Die Banküberweisung hat die geringsten Gebühren und ist dementsprechend auch am einfachsten oder am kostengünstigsten durchzuführen. Die Banküberweisung bzw. die Wechselgebühren sind ungefähr 0,7%. Das heißt, wenn du 1000 Euro schickst, zahlst du 6,95 aktuell. Diese Gebühren werden dir aber auch vor jedem Transfer passend zu deiner Summe, die du überweisen möchtest, nochmal konkret angezeigt. Bitte beachte, dass, dass der garantierte Wechselkurs nur für 48 Stunden besteht. Das heißt, wenn das Geld später erst überwiesen wird, dann kann es sein, dass die Summe geringfügig abweicht. Unten steht auch nochmal, bis wann das Geld ankommen sollte. Also im Normalfall sind es ungefähr 2 bis 3 Werktage. Dann klickst du auf Weiter. Hier kannst du auswählen, an wen du das Geld überweisen möchtest. Du wählst aus mein eigenes Konto, guckst nochmal, dass dein Name auch richtig geschrieben wurde und trägst dann die neuseeländische Kontonummer ein. Diese findest du normalerweise in deinen Unterlagen oder zum Beispiel auf deinem neuseeländischen Kontoauszug oder auch im Online-Banking. Danach gehst du auf Bestätigen, überprüfst nochmal die Angaben zur Überweisung, ob das alles richtig ist und ob das so ist, wie du haben möchtest. Dann siehst du zum Beispiel, du schickst 1000 Euro, wie viel Gebühr wird abgezogen und welche Restsumme wird dann umgetauscht. Am Ende kriegst du auch nochmal angezeigt, wie viel Neuseeland-Dollar dann überwiesen werden, auf welches Konto. Und unter Referenz kannst du dann deinen Verwendungszweck angeben, den du auf deinem Geldeingang sehen wirst, auf deinem Konto. Danach wird nochmal geguckt, wie du das Geld einzahlen möchtest. Wie gesagt, die Banküberweisung ist das günstigste. Kreditkarte zum Beispiel oder ja, in dem Sinne eigentlich nur die Kreditkarte ist nochmal etwas teurer. Die Banküberweisung ist aber am einfachsten, weil du dann das Geld aktiv überweist. Dann wird dir angezeigt, wie viel Geld du wohin überweisen sollst, auf das deutsche Transferwise-Konto in dem Falle und welche Referenznummer du als Verwendungszweck angeben musst. Dann kannst du auswählen, ob du das Geld direkt überweist oder ob du das Geld später überweist. Überweist du das Geld später, heißt das für Transferwise nur, dass sie sich nicht wundern müssen, sondern dass du das eben erst eine Stunde oder einen Tag später überweisen wirst. Dann steht das Ganze unter deiner Gesamtübersicht an Überweisungen unter dem Punkt wird bearbeitet. Wenn du das Ganze dann anklickst, siehst du nochmal alle Details und du kannst auch auswählen, wenn du das Geld überwiesen hast, dass da steht, ich habe schon gezahlt. Sobald du auf Ich habe schon gezahlt geklickt hast, wird dein Geldeingang passend markiert. Sobald das Geld eingegangen ist, wird es umgetauscht und an dich überwiesen. Das war schon alles. Viel Spaß mit Transferwise. Und solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns über einen passenden Kommentar unter dieses Video. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über einen Daumen nach oben. Vielen Dank. Ach ja, viel Spaß in Neuseeland. Wir wünschen dir eine schöne Zeit. Kathi und Julian.